Heute das erste Mal, dass wir eine kleine Spendenreihe in Hohenstücken machen. Wir unterstützen hier zwar schon seit vielen Jahren Einrichtungen, aber diesmal ist es wirklich so, dass wir vier Einrichtungen hintereinander zur etwa gleichen Zeit mit Spenden bedenken wollen. Ja, da steckt dahinter, dass wir tatsächlich von mehreren Fördervereinen angesprochen worden sind hier aus Hohenstücken, ob die GWG für die Arbeit was dazugeben kann, zu ganz unterschiedlichen Zwecken. Schecks soll dafür verwendet werden, dass der Schulhof, der jetzt im Moment noch ein bisschen trostlos aussieht, verschönert wird. Einerseits mit Spielmöglichkeiten, aber auch insbesondere Sitzmöglichkeiten. Wir hatten eine Umfrage unter den Schülern gemacht, was sie sich wünschen, und am meisten wurde sich gewünscht eben einen schöneren Schulhof, und insbesondere fehlen eben Sitz- und Spielmöglichkeiten in der Pause. Wir werden ja öfter angesprochen von verschiedenen Vereinen, die Projekte vorhaben. Wir wollen im Rahmen einer kleinen Weihnachtsüberraschung verschiedene Vereine unterstützen. Wir haben ja dieses Hafe-Crowd-Projekt, an dieser Einrichtung haben wir ja teilgenommen und haben dann eine ganze Menge Geld gehofft einwerben zu können für unsere Motorradstaffel, weil wir tatsächlich in letzter Zeit viele Mitglieder dazugewonnen haben. Wir brauchen also neue Helme und wir wünschen uns für unser zweites Fahrzeug einfach auch noch einen automatischen externen Defibrillator, also so ein AED, so ein Laien-Defibrillator, den man an ganz vielen Stellen in der Stadt ja auch schon wahrnimmt. Wir sind total stolz drauf und freuen uns auch wirklich, dass wir das geschafft haben und dass wir jetzt unseren Mitgliedern das auch ermöglichen können, noch aktiver zu werden und damit wir auch noch mehr Präsenz einfach auch auf der Straße zeigen können. Wir haben uns in diesem Jahr dazu entschlossen, eine Spendenaktion zu machen. Und da wir nicht eine große Spendenaktion machen wollten, haben wir uns dazu entschlossen, mehrere kleine zu machen. Deswegen sind wir heute bei der Otto-Tschirch-Oberschule und spenden dort 300 Euro. Wir nehmen das Geld, die 300 Euro, für weitere Anti-Mobbing-Projekte bei uns an der Schule. Wir haben das ganz groß gestartet mit den 8. Klassen und planen weitere Folgeprojekte in Sachen Kommunikation, Anti-Aggressionstraining, Achtsamkeit und ein friedliches Miteinander.